Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Blockchain gilt als eine der wohl wichtigsten Zukunftstechnologien, nicht nur in der Finanzbranche. Ist das nur ein Hype und viel Wind um nichts? Was hat es eigentlich mit diesen Blöcken auf sich? Und was bedeutet diese Technologie für unsere digitale Zukunft? Kann man ihr vertrauen? Und vor allem, was haben Kunden und Unternehmen davon? In dieser Episode gehen Sarah und der IT-Architekt und Blockchain-Experte Christopher von der Fiducia und GAD diesen Fragen auf den Grund. So, ich sitze hier heute mit Christopher, der bei der Fiducia und GAD IT-Architekt ist und sich mit Blockchain beschäftigt. Jetzt habt ihr Christopher schon mal gehört im Podcast zum Thema Kryptowährung von Fintropolis. Und die Präsentation, die er dort mit Ivo und Marvin gemacht hat, begann mit einer Folie, auf der stand, Blockchain ist mega 2017. Jetzt haben wir Anfang 2019 und irgendwie findet er, glaube ich, Blockchain immer noch cool. Eigentlich ist die These viel eher, dass Blockchain so ein richtiger, um mal das nächste Buzzword jetzt zu schleudern, Gamechanger sein wird. Warum ist das so? Ja, ich finde, Gamechanger ist auch so ein Buzzword, was so viel beinhaltet, was das ganze Thema auch irgendwie wieder nochmal so hypt an der Stelle. Und ich glaube, an einigen Stellen im Internet wird es tatsächlich ein Gamechanger werden, aber diesen Gamechanger, was alles verändern wird, das wird auch eine Blockchain nicht sein, sondern tatsächlich die Technologie hinter Bitcoin, Ethereum, was die uns eigentlich bringt, außer Kryptowährungen, sondern die Grundlagen davon, das ist das, was wir im Internet schon von Anfang an vermisst haben. Das ist, hat mit digitalem Besitz oder Echtheit zu tun. Wenn man guckt, wenn man sich das Internet anguckt, wenn man sich das Web 2.0 anguckt, was so eine Dotcom-Blase hochgekommen ist, wo wir mit Wikipedia eine Informationsverteilung bekommen haben. Jeder auf der Welt kann an Informationen teilhaben. Wir haben die Technologie, die Web-Technologien quasi massentauglich gemacht. Jetzt 2019, also auch 20 Jahre später fast, ist das Internet, also so wie wir es jetzt kennen, mit Apps nicht mehr wegzudenken. Mhm. Die Anfänge waren in Web 2.0. Also ist das jetzt dieses Web 3.0, von dem du sprichst? Nee, das ist noch das Web 2.0, was wir haben. Ja. Also die Anfänge, ja, genau. Die so 2000 losgegangen sind. Mhm. Das nächste große Ding ist Web 3.0. Ist Web 3.0, genau. Und wir reden auch da, Web 2.0, Web 3.0 ist immer so ein bisschen schwierig. Vorher hieß es quasi Internet of Copies. Und bei Web 3.0 geht es um Internet of Value. Mhm. Und zwar, dass ich durch Blockchain-Technologien, Distributed Ledger-Technologien, digitale Werte besitzen kann und das nicht abhängig von einer zentralen Instanz. Im Blockchain-Sprecher ist das dann immer Intermediär oder so etwas. Aber ich kann tatsächlich sowas wie ich das heute auch habe, mit einem Geldschein, den ich in meiner Tasche habe, den besitze ich. Mhm. Und sowas ist Der ist fälschungssicher? Der ist fälschungssicher, weil wir da, also natürlich kann man den kopieren, aber dadurch, dass ich da Hologramme drin habe, kann ich halt nachweisen, dass dieser auch echt ist. Ich kann den nicht einfach unter einen Kopierer legen und massenhaft kopieren, das würde auffallen. Und ich habe keine, also dieses Bargeld, was wir haben, also dieser Schein, den kann ich jedem hier geben. Aber wie funktioniert das dann im digitalen Raum? Im digitalen Raum funktioniert das so nicht, weil ich diesen Schein, diesen Geldschein einfach nehmen kann, daraus den fotografieren kann. Und ob ich den jetzt dir schicke oder jemand anders schicke. Gerne, ja. Ja, natürlich, das sagt immer jeder gerne. Ich nehme in meinen Vorträgen auch immer gerne so einen 50-Euro-Schein rein, den will auch jeder haben. Ja. Warum nur? Also verstehe ich auch nicht. Das Problem ist, ich kann diesen Schein nicht einfach per E-Mail verschicken, weil eine E-Mail ist nur eine Kopie von einer Kopie. Mhm. Dieses Bild dieses Scheines, das kann ich dir schicken oder jemand anders schicken. Du weißt aber nicht, ist das jetzt der echte Schein? Ist da vielleicht aus der 5 auch eine 6 gemacht oder so? Weil wir können ja heutzutage halt auch beliebig manipulieren etc. Aber du hast eine Lösung dafür? Ja, natürlich. Und das ist die Blockchain-Technologie. Mhm. Und das ist das, was quasi auch mit Kryptowährungen geschaffen worden ist. Dass ich so etwas wie, was ich mit dem Schein habe, dass ich etwas digital besitzen kann und das digital weitergeben kann. Und bisher brauchte ich im Internet dafür eine Bank, die oder
andere Institutionen, die sowas sichergestellt haben, dass ich auch das Geld besitze und nur einmal ausgebe. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch in einen Nichtbankbereich reingehe, wie das Grundbuchamt, die haben auch den Besitz von Grundstücken sichergestellt und auch durch diese Notar- und Grundbuchamt und Amtsgericht Konstellation beim Verkauf oder Kauf von Grundstücken wird das an einer Stelle sichergestellt. Aber das ist nicht der Kern von diesem Web 3.0, vom Internet of Value, sondern dass wir dahin gehen, dass es nicht mehr diese zentralen Systeme gibt, die sowas sicherstellen, sondern dass es eine Gemeinschaft, eine Crowd von Servern sicherstellt und dadurch etwas, gemeinsame Wahrheit übers Internet erzeugt wird. Ja. Und diese gemeinsame Wahrheit ermöglicht mir, dass ich etwas besitzen kann. Weil sich alle darauf einigen, dass das, was dort in dieser Datenbank drin steht, weil eine Blockchain ist nur eine Datenbank, aber alle einigen sich darauf, die daran teilnehmen, diese 12.000 Rechner bei Bitcoin, dass das, was da drin steht, die Wahrheit ist. Und dadurch kann ich auf einmal etwas besitzen. Und die Technologie stellt sicher, dass so etwas nicht mehr manipuliert werden kann und auch nicht doppelt ausgegeben werden kann und dass es auch tatsächlich nur von demjenigen ausgegeben werden kann, der im Besitz des Zugangs ist. Wenn man das jetzt am Beispiel von irgendeiner Kryptowährung, nehmen wir mal die bekannteste Bitcoin, also wenn ich jetzt einen Bitcoin besäße, wärst du sehr reich. Ja, ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Also besäße ich jetzt einen Bitcoin, dann wäre das erste Mal, dass ich etwas dass ich jetzt behaupten könnte, ich besitze etwas Digitales. Ist das, was du gerade sagen willst. Genau, das ist halt nicht abhängig von irgendeinem Unternehmen oder einem Projekt im Internet, was diesen Besitz sicherstellt. Also da muss man auch ein bisschen zurückgucken. Auch das haben wir eigentlich schon immer so gehabt. Also Besitz eines Grundstückes, das hat immer ein Grundbuchamt sichergestellt. Besitz über Geld hat immer eine Bank sichergestellt. Aber wenn ich mir jetzt bei Amazon Music den neuesten Song kaufe, dann würde ich den noch auch besitzen, oder? Du besitzt den an der Stelle ja nicht und kaufst nur ein Lizenzrecht, das die Amazon dann an der Stelle gewährt, zu hören. Aber wenn Amazon zum Beispiel den Dienst einstellen würde und einfach weg wäre, dann kann keiner dir irgendwo, kannst du nicht nachweisen, dass du jemals dieses Lizenzrecht besessen hast. Und in einer Blockchain-Welt ist das aber so, dass das in der Blockchain drinsteht, dass du etwas besitzt. Und das dann natürlich dann auch zum Beispiel über Kryptowährungen auch ausgeben kannst, jemand anders übertragen kannst. Aber auch bei Lizenzrechten ist das so, dass du jemand was anders übertragen kannst. Wenn man hingeht und Grundstücke über eine Blockchain verkaufen will, dann überträgst du das den Besitz in der Blockchain an jemand anders. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, wenn ich meinen Bitcoin, den ich habe, auf einer Festplatte speichere und die aus Versehen auf die Müllhalde schmeiße, wie es da vergangenes Jahr passiert ist, und ich diese Festplatte nicht mehr wiederfinde, dann ist der weg. Ich kann den aber nicht, ich kann keine Sicherungskopie oder sowas ablegen. Das geht nicht, oder? Doch, also das ist ja genau das Schmante. Du hast dann zwei Sachen miteinander verwechselt. Ja, dann klär mich mal auf, bitte. Zum einen, dass du einen Bitcoin besitzt, ist auf jedem Rechner dieses Netzwerkes gespeichert. Bei Bitcoin sind das 12.000 Rechner im Internet weltweit verteilt. Das ist ja gar nicht so viel. Das sind gar nicht so viele, nö. Aber wenn man natürlich sich mal so Benutzerzahlen anguckt, klingt das nicht viel, aber es ist schon eine beträchtliche Leistung, was dieses Netzwerk da hinstellt, um eine verteilte, vernetzte Datenbank herzustellen. Das war irgendwas mit Kernkraftwerken, Energiebedarf von einem ganzen Kernkraftwerk oder sowas. Ja, also natürlich so ein Netzwerk, also weil da auch viel Rechenaufwand für investiert werden muss, damit diese Fälschungssicherheit gewährleistet ist, die für die Bitcoin oder Blockchain bekannt ist, brauche ich Energie. Beziehungsweise eigentlich, wenn man so in die Tiefen reinguckt, ist es dem Erfinder von Bitcoin gar nicht darum gegangen. Der ist auch ein reicher Mann, oder? Ja, aber keiner kennt ihn. Und man kann ja auch... Vielleicht ist es eine Frau. Vielleicht ist es auch eine Frau. Ach, das wäre mal was Schönes. Wer ihn findet, also der besitzt auch noch am meisten Bitcoin, glaube ich. Dem ist es nicht darum gegangen, dass viel Rechenaufwand verbraucht wird, sondern wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt, ist es ihm darum gegangen, dass zum Beispiel diese Blöcke, also die Miner, dass diese Blöcke alle 10 Minuten erstellen können, damit keiner irgendwo einfach schneller ist als der andere. Und ich sage immer ganz salopp, die CPU-Hersteller müssen einfach die Energiekosten ihrer CPUs senken.
Und dann, habt ihr gehört, bitte senkt die Energiekosten eurer CPUs. Dann würde das Problem des Energieaufwandes dann deutlich reduziert werden. Weil es geht eigentlich nur darum, dass diese 10 Minuten bei Bitcoin eingehalten werden. Bei anderen Projekten, Ethereum, ist es deutlich weniger. Aber es geht tatsächlich nur darum, dass das Zeiten eine wichtige Rolle spielt. Weil wenn ich so ein Netzwerk habe, ein globales Netzwerk, was dann natürlich auch sich miteinander verbinden muss und austauschen muss und solche Informationen hin und her schieben muss, dann brauche ich Zeit. Und dem Autor ist es eigentlich im Prinzip nur darum gegangen, dass diese Erstellung der Blöcke immer nur 10 Minuten dauert, damit ich keine Flut, also Flood-Attacken habe, DDoS-Attacken habe, sonstiges. Darf ich mal kurz eine verrückte These aufstellen? Ja. Kann es eigentlich sein, dass diese ganze Blockchain-Thematik irgendwie noch nicht irgendwo angekommen ist, weil es einfach keine Sau versteht, was das eigentlich ist und wie das funktioniert? Ja, natürlich. Also weil natürlich auch viele Begriffe auf einmal neu auftauchen, also Miner, Blöcke, Blockchain, Smart Contracts, alle diese Begriffe tauchen auf einmal auf, die zum Teil aber auch Konzepte sind, die schon seit vielen Jahren in der IT vorhanden sind. Mhm. Die haben nur einen neuen Namen bekommen, einen besser klingenden Namen vielleicht bekommen und einen verkaufsfähigeren Namen bekommen, versteuern aber vieles. Und die Miner zum Beispiel bei Bitcoin sind einfach diejenigen Rechner im Netzwerk, die diese neuen Blöcke erzeugen dürfen, also die Seiten bei diesem Hauptbuch erzeugen. Mhm. Und weil also wenn das Buch zu voll geschrieben ist, brauche ich neue Seiten, damit ich wieder was reinschreibe. Genau, richtig. Okay. Und es darf nicht jeder machen. Es können nur diejenigen machen, die sich Miner nennen. Und diese Miner müssen halt sehr viel Rechenaufwand leisten. Und wie kann ich denn Miner werden? Mache ich dann eine Ausbildung und dann bin ich Miner? Du kannst einfach nur, das ist das Tolle an diesem Netzwerk, du kannst die Software runterladen, auf deinen Rechner installieren und ins Internet hängen und du bist automatisch Miner. Mhm. Und kannst damit Geld verdienen, weil das, was die... ich muss aber dafür meine Rechenleistung oder so zur Verfügung stellen. Okay. Genau, du kannst aber, du bist in Konkurrenz, wenn du jetzt einen Laptop nimmst, bist du in Konkurrenz zu den super High-End-Großrechnermaschinen der Universitäten, zum Beispiel in China. Hast du von diesem Rechenzentrum gehört, was sie in Norwegen irgendwie in so einen Berg reingebaut haben? Völlig crazy. Ja, aber dagegen bist du dann in Konkurrenz. Deswegen hast du wahrscheinlich gar keine Chance mit deinem Laptop dagegen zu arbeiten, aber du wärst halt auch Miner. Du würdest es versuchen, kläglich scheitern, aber du würdest es versuchen. Ja, nicht mal iTunes läuft auf dem Rechner stabil, ne? Genau. Und was ich gerade sagte, was die machen, sind halt mit kryptografischen Methoden, stecken die da sehr viel Aufwand rein, dass jeder einzelne dieser Blöcke oder dieser Seiten in diesem Hauptbuch nicht mehr veränderbar sind. Die Blockchain, das ist ja für Nicht-Techies wie mich sehr abstrakt. Und ich frage mich die ganze Zeit, was sind das bitte für Blöcke, die da irgendwo rumliegen sollen? Kann man das irgendwie mal ein bisschen greifbarer erklären? Also kurz gesagt ist eine Blockchain eigentlich nichts anderes als eine Datenbank, in der gespeichert wird, wie viel Guthaben du in Bitcoins zum Beispiel besitzt. Und diese Datenbank existiert nicht auf einem Rechner bei der Fiduciären GAD, sondern bei Bitcoin 10.000, 12.000 Rechnern. Mhm. Also diese 12.000 haben sich darauf geeinigt, dass das, was da als dein Guthaben drin steht, gehört auch dir. Mhm. Das ist halt das, was du da tatsächlich als Besitz dann auch hast. Um jetzt nochmal so ein bisschen kurz in dieses, wie funktioniert so eine Blockchain reinzugehen, was hat das mit den Blöcken auf sich? Da mache ich immer am Beispiel auch von Bitcoin ein schönes Beispiel. Ich vergleiche das immer mit Überweisungsformularen, die du dir in der Hand nimmst, wo dann drin steht. So, was gibt's noch? Ja, sowas gibt es zum Teil noch. Ja. Also ich musste für mein Beispiel für einen Vortrag sehr lange suchen, um sowas noch zu finden. Aber die gibt es tatsächlich noch. Aber stell dir das mal vor, du nimmst da einen Stab von 10 Überweisungen, deine Kunden haben da die Überweisung gemacht. Da steht dann drin, dass Alice an Bob 10 Bitcoins überweist. Und was du jetzt machst, ist, dass diese Überweisung im Bitcoin-Sprecher ist das dann Transaktion, dass du die in einen Umschlag steckst. Ja. Und, der Umschlag ist mein Block. Der Umschlag ist dein Block, genau. Mhm. Und du schickst dann diesen Umschlag in die weite Welt. Ja. Und in dein Blockchain-Netzwerk, an alle Rechner, die da beteiligt sind. Und jeder dieser Rechner nimmt sich diesen Umschlag, öffnet den einmal und nimmt alle Überweisungen da heraus, guckt nach, ob die Überweisungen in Ordnung waren. Weil, also dadurch, dass, also das habe ich gerade noch nicht erklärt,
Die prüfen einfach nach, ob diese Überweisungen auch in Ordnung sind, und nehmen das dann bei sich auf. Und so haben alle diese 12.000 Rechner alle Überweisungen, die jeder irgendwann mal in das Netzwerk verschickt hat. Okay, und wo ist dann die Chain dahinter? Die Chain dahinter ist also ein ganz lustiges Beispiel, wenn du so einen Stapel von Briefumschlägen hast, wo überall die Überweisungen drin sind, und die fallen nicht mal runter, dann hast du ein großes Problem, in welcher Reihenfolge werden denn jetzt die Überweisungen dann wieder ausgeführt werden müssen. Ja. Und die einfachste Idee ist dann einfach, den Briefumschlägen Nummern zu geben. Mhm. Also 1, 2, 3, 4. Und warum ist die Reihenfolge wichtig? Wenn du zum Beispiel, die Reihenfolge ist wichtig, wenn du zum Beispiel 5 Bitcoins ausgeben willst und du hast vorher 10 Bitcoins bekommen, kannst du das machen. Ja. Wenn diese Überweisungen auf einmal vertauscht werden, weil der Stapel durcheinander gekommen ist, dann willst du 5 Euro überweisen, obwohl du das Guthaben gar nicht hast, und dein Guthaben kommt erst später. Und die Durchnummerierung ist dann, also die Kette, wenn man so will, ist eigentlich diese Durchnummerierung, die eine Reihenfolge festlegt, genau, in der Dinge dann getan werden. Richtig. Und der Clou ist aber bei Blockchain, dass nicht einfach nur eine stumpfe Nummerierung stattfindet, sondern dass von jedem dieser Umschläge ein digitaler Fingerabdruck erstellt wird, sogar mit einer sogenannten Hashwert-Funktion. Das heißt, wir können aus dem kompletten Inhalt dieses Briefumschlages können wir einen digitalen Fingerabdruck machen. Wenn da irgendwie nur aus einer 0 eine 1 gemacht wird, gibt es einen neuen Fingerabdruck. Und dieser Fingerabdruck wird quasi an den Nachfolger Briefumschlag weitergegeben. Und dieser Briefumschlag und kommt dann auch damit rein. Und das ist die Kette, die dann dadurch erzeugt wird. Also ich kenne quasi der Nachfolge-Briefumschlag kennt seinen Vorgänger davon. Und jeder dieser Rechnerknoten prüft auch, ob ich den Vorgänger habe, damit ich diese Reihenfolge sicherstellen kann. Und der, was ganz spannend daran ist, warum das dann als fälschungssicher gilt, ist, dass in diesen Fingerabdruck, den ich erzeuge von einem Briefumschlag, fließt auch der Vorgänger-Fingerabdruck ein. Mhm. Und dadurch entsteht eine immer stärker werdende Kette, die, also quasi mit jedem Block, den ich dranhänge an diese, oder jedem Briefumschlag, den ich dranhänge, entsteht eine immer stärker werdende Kette von diesen Briefumschlägen. Das heißt, wenn ich jetzt mal böse sein will und ich möchte ein paar Überweisungen ein bisschen verdrehen und fälschen, müsste ich in diesen Briefumschlag reingehen, der diese Originalüberweisung enthält, ganz am Anfang. Ja. Und müsste dann quasi meine Fälschung machen, mache aus der 5 eine 6. Und dadurch wird sich aber der Fingerabdruck des Briefumschlages ändern und dadurch in der ganzen Kette auch. Und das funktioniert nicht? Das funktioniert, du kannst das machen. Aber dadurch, dass bei Bitcoin diese Miner, die diese Briefumschläge erstellen und paketieren, auch parallel weiterarbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du quasi diese Fälschung machst und dann da hinterher rennst, und ist so verschwindend gering, dass das fast praktisch unmöglich ist. Und dadurch kommt das bei Blockchain daher, dass das als fälschungssicher gilt. Mhm. Das gilt aber natürlich nur so lange, wie genügend Server im Netzwerk dann auch tatsächlich diese gutartigen Transaktionen machen. Jetzt habe ich kürzlich mal irgendwie in einer Doku gesehen, dass es in verschiedenen Städten, vor allem auch in Europa, solche Bitcoin-Wechselautomaten gibt. Da kann ich irgendwie einen 10-Euro-Schein reinschieben und kriege dann den Gegenwert in Bitcoin irgendwie auf mein Smartphone und kann damit tatsächlich, in Frankfurt gibt es ein Café, meinen Kaffee bezahlen. Glaubst du, das setzt sich durch? Ich glaube da nicht unbedingt dran. Das hat aber mit der, also mit Kryptowährung an sich, also ich glaube daran, dass Kryptowährungen ihren Platz als digitales Geld und auch digitales Bargeld, bezeichnet sie das auch ganz gerne, haben. Wenn ich um damit die ganzen verbotenen Sachen im Internet zu tun. Ja, genau. Das ist, also ich finde immer, man darf da immer drüber streiten, aber wenn halt die Darknet und die ganzen Betrüger, alle das über Bitcoin und die Mafia Geld angeblich über Bitcoin wäscht, das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Das ist also sehr, sehr verdreht, aber irgendwo, wenn genau die Leute, die nicht entdeckt werden wollen, so ein System nutzen, ist das schon irgendwo ein deutlicher Hinweis. Aber du glaubst nicht, dass es taugt, um damit in Frankfurt seinen Kaffee zu bezahlen? Nein, das ist einfach viel zu teuer dafür. Also, das ganze System, das ganze Netzwerk ist eigentlich nicht auf Micropayments wie einen Kaffee ausgelegt, sondern es ist eigentlich... Und Autokauf? Und Autokauf schon eher. Haus? Hauskauf, sowas halt. Mhm. Aber halt hauptsächlich auch dort, wo ich diesen Bedarf habe.
Also ich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Karte irgendwo bin, dann in Deutschland bin, dann will ich mit meiner Karte bezahlen. Das ist schon schwer genug. Das ist wohl wahr, ja. Und, ich bin gestern wieder am Bahnhof verzweifelt und habe keinen Eistee aus dem Automaten bekommen. Ja. Und Mitleid bitte. Und so Kryptowährungen sind natürlich ganz spannend, wenn ich anonyme digitale Zahlungen machen möchte, aber hauptsächlich auch dann aus meiner Sicht, wenn ich halt grenzüberschreitend unterwegs bin, weltweit im Internet solche Sachen machen möchte. Mhm. Da geht es aus meiner Sicht in diese Richtung. Und nicht unbedingt diese Micropayments auf nationaler Ebene oder im SEPA-Raum, sondern da haben wir halt schon sehr viele Zahlungsmittel und Zahlungsmöglichkeiten, die den Bedarf der normalen Menschen halt sehr gut abdeckt. Weil ich im Prinzip wenn ich mich jetzt mal als normalen Menschen bezeichne, ich möchte mit meiner Karte überall bezahlen können. Mir ist das total egal, ob das nach einem Euro in Bitcoin oder über welches System das läuft. Muss man, wenn man jetzt in der Bank arbeitet, Angst haben vor der Blockchain? Nein, ich finde nicht. Man muss sich natürlich als Bank und als Bankmitarbeiter damit beschäftigen, wie verändern sich die Anforderungen der Menschen, wie verändern sich die Anforderungen meiner Kunden. Und dann muss ich mich auch mit solchen Phänomenen wie Kryptowährungen, ICOs beschäftigen, weil die natürlich auf den ersten Blick mein Geschäftsmodell angreifen. Aber auf den zweiten Blick kann ich trotzdem eine Rolle wahrnehmen in diesem Umfeld. Was denn für eine? So zum Beispiel? Als vertrauensstiftende oder Vertrauensinstanz kann ich dort agieren, weil zum Beispiel ich habe das Problem bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen, dass ich irgendwo einen Übergangspunkt zwischen tatsächlichen Währungen und Kryptowährung habe. Das sind die sogenannten Börsen. Das sind irgendwelche Internetprojekte oder irgendwelche windigen Unternehmen, die dann halt das anbieten, dass Euro gegen Bitcoins getauscht werden oder andersrum oder US-Dollar. Und da gab es halt schon ganz viele Hacks solcher Börsen. Es gab Börsenbesitzer, die einfach mit dem Geld mit den Kryptowährungen abgehauen sind. Letztens war doch aktuell, glaube ich, noch so ein Fall in Kanada, dass ein Börsenbesitzer, der alleine das Passwort kennt für diese Private Keys und wo dann auch das Guthaben der Kunden quasi mit drauf gespeichert ist. Und der ist verstorben und hat es nirgendwo aufgeschrieben. Und das ist halt eines der großen Probleme bei Kryptowährung oder Blockchain. Ich kann zwar ohne Konto jederzeit mir da Zugriff erschaffen. Ich bin aber ich muss bei mir den Zugang speichern durch zum Beispiel so einen Private Key oder einen Public Key. Also es gibt in der Blockchain-Welt, weil das eben verteilt ist, gibt es kein Institut oder keine Bank, wo ich anrufen kann und sagen kann, ich habe mein Passwort vergessen. Sondern ich erstelle mir quasi ein Konto auf einer Blockchain, indem ich mir einen PIN erstelle und eine Adresse auf der Blockchain. Ich vergleiche das mit der Adresse auch ganz gerne mit der IBAN. Und wenn ich Geld oder Kryptowährung empfangen will, muss ich jemandem meine IBAN, also meine Bitcoin-IBAN übermitteln. Mhm. Ich muss mir aber mein Private Key, mein PIN speichern. Und dieser Private Key ist der Schlüssel dazu, dass ich halt das Geld auch weiter ausgeben kann, dass ich den tatsächlichen Besitz auch mit dokumentieren kann. Und den muss ich natürlich bei mir speichern. Das ist, wenn ich den verliere, dann habe ich Pech gehabt. Ich vergleiche das ganz gerne auch mit der EC-Karte, wo ich meinen PIN draufschreibe. Ja, also, sowas soll es geben. Sowas gibt es immer wieder. Und das ist halt das Gefährliche. Wenn jemand die EC-Karte hat und den PIN, kann er damit eigentlich alles machen, was er möchte. Und das gilt halt auch für eine Blockchain mit dem Private und Public Key. Wenn ich den Public Key, der ist für alle sichtbar, also mit der reinen Karte kann ich nichts anfangen. Aber wenn ich den Private Key, den PIN dazu kenne, dann kann ich über das gesamte Guthaben verfügen, was darunter gespeichert ist. Ich finde auch, wir reden jetzt zu viel über Kryptowährung. Wir wollen gar nicht so viel über Kryptowährung reden, sondern wir wollen über die Blockchain reden. Warum interessierst du dich eigentlich überhaupt für die Blockchain? Ich meine, eigentlich machst du doch was ganz anderes. Ja, eigentlich mache ich, ich bin da ganz klassisch reingerutscht, weil ich ja IT-Architekt für den Zahlungsverkehr bin. Mhm. Und damals hieß es, da ist Bitcoin und Blockchain, das ist irgendwie Zahlungsverkehr, also mach mal bitte.
Okay. Und ich habe mir das Thema angeguckt und war sehr skeptisch und habe auch selber für mich das Bitcoin auch wieder zur Seite gelegt, weil ich da nicht dran glauben konnte oder dran geglaubt habe, was das tatsächlich verspricht. Habe mich aber immer ein bisschen weiter damit beschäftigt und habe irgendwann, nachdem ich auch mich dann zum Teil durch die Bitcoin-Sourcen durchgewühlt habe und verschiedene Quelltexte, also den, der Programmcode von Bitcoin, verschiedene Dokumentationen dazu. Das klingt total fancy. Ja, ne? durchgeguckt habe, habe ich tatsächlich für mich den wahren Kern entdeckt, warum die Blockchain eigentlich so genial ist. Und das ist Lass halt uns der, bitte teilhaben. Ja, das ist ja eben genau der Aspekt, dass ich etwas digital besitzen kann, ohne dass ich jetzt noch eine Bank brauche, ohne dass ich ein Grundbuchamt brauche oder andere Institutionen, von denen ich abhängig bin. Und ich möchte eigentlich keine Abhängigkeit haben. Und weil es kann ja, irgendjemand kann da an den zentralen Stellen fälschen, manipulieren. Mhm. Das Grundbuchamt kann abbrennen, was auch immer passieren kann. Und das kann so nicht mehr passieren. Weil diese Blöcke alle verteilt sind, ne? Genau. Okay. Ja. Wenn wir mal abseits von Kryptowährungen und der Finanzbranche gucken, welche Branchen beschäftigen sich denn noch mit Blockchain und was sind da so die Einsatzszenarien? Also wir müssen da unterscheiden zwischen dem, was in der Kryptoszene im Internet passiert und dem, den Anforderungen und den Bewegungen im Unternehmensbereich. Also selbst wir im, also man sagt auch, dass die im Internet sind permissionless Blockchains, also wo jeder Zugriff drauf haben kann. Aber wenn wir bei Unternehmen und Branchen quasi hingehen. Da hast du so eine geschlossene Benutzergruppe. Genau, ne? Das ist dann, sind geschlossene Benutzergruppen, wenn sagen wir auch permissioned Blockchain dann zu. Das heißt also, ich habe dann tatsächlich Unternehmen, die zusammenarbeiten wollen, die vorher vielleicht auf einen technischen Dienstleister angewiesen sind, der so eine Echtheit zertifiziert oder garantiert. SWIFT ist so ein Beispiel im Finanzbereich. Ja. Die einfach nur dafür da sind oder zum größten Teil dafür da sind, sicherzustellen, digital oder elektronisch, dass die Transaktionen auch so verarbeitet werden und dass diejenigen dort auch kennen. Und das ist einfach, das muss man unterscheiden. Und dann muss man hingehen, wenn man diese, diese auch Konsortium-Blockchains genannt im Unternehmensbereich hingeht, dann kann ich das, diese Blockchain als Datenbank nutzen. Mhm. Und mit sogenannten Smart Contracts dann meine Geschäftslogik implementieren dort. Was sind Smart Contracts? Smart Contracts, also ist auch, wir haben das am Anfang mal gesagt. Ich weiß, es sind keine schlauen Verträge. Genau. Ne? Ja. Ich finde es auch total cool. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass das auch bei Blockchain ganz viele Begriffe auftauchen, die neu sind, die aber im Prinzip auf Prinzipien beruhen, die schon immer da waren. Mhm. Smart Contracts sind, wie du sagst, sagtest, keine schlauen Verträge, es ist einfach nur Programmcode, der ausgeführt wird auf der Blockchain. Mhm. Der liest von der Blockchain und wenn der Programmcode durchgelaufen ist, dann schreibt er wieder das Ergebnis auf die Blockchain drauf. Und was da in diesem Smart Contract passiert ist, dass ich dann einfache Regeln aufbauen kann, wenn das passiert, dann soll das passieren. Und damit kann ich eine Vielzahl von Geschäftsprozessen abbilden. Ja. Also zum Beispiel, wenn die Ware eingetroffen ist, dann wird bezahlt. Wenn folgende Prozessschritte durchgeführt worden sind, dann wird das, der Fall genehmigt. Das kann ich in diesen Smart Contracts programmieren. Und was ist das? Ja, neu, also das Programm, Computercode, Programmcode kennt jeder. Also das machen wir ja auch überall. Aber der Vorteil ist, dass ich das auf die Blockchains verteilen kann. Mhm. Und dieser Programmcode quasi auf jedem Blockchain-Knoten existiert und von dort auf den, von den Blockchains liest und schreibt. Und das ist ein sehr großer Vorteil, weil dann bin ich nicht mehr, auch nicht mehr abhängig von irgendwelchen Verfügbarkeiten zentraler Instanzen, sondern kann dann quasi den Geschäftscode überall ausführen, wo ich den gerade benötige, in der ganzen Chain. Das klingt ja nach so rudimentären Anwendungsszenarien. Also ist das was, was unsere Geschäftswelt irgendwie revolutionieren wird, überall, wo irgendwelche Prozesse über irgendwelche Systeme laufen, kann man sowas einsetzen oder sind da bestimmte Branchen irgendwie prädestiniert für? Da sind natürlich, also man kann das einsetzen, gerade im unternehmensübergreifenden Einsatz. Überall da, wo eigentlich heute noch Papier benötigt wird. Weil bei Papier, Papier ist heute unsere einzige Möglichkeit,
in eine gewisse Echtheit darzustellen. Mhm. Weil ein Papier, wenn ich ein Papier nehme, kann ich eine Unterschrift draufsetzen, ich kann ein Siegel draufsetzen, ich kann sowas, kann einen Stempel drauf machen und dadurch habe ich, weiß ich, oder ein Hologramm drauf machen und dadurch weiß ich, dass dieses Dokument echt ist. Ja. Und besonders diese Branchen, die auf diese Papierverarbeitung angewiesen sind, wie zum Beispiel Logistikbranche, wo ich Frachtpapiere habe, mhm. wo ich diese Frachtpapiere von Zollamt zu Schiff, zu Logistik, mhm. zu Bank dann auch und zum Händler kommen. Ja. Überall solche Prozesse, die sind super geeignet für eine Blockchain, weil die Blockchain mir dort an der Stelle eine Echtheit garantieren kann und eine Prozessabwicklung garantieren kann. Die Prozesse sind aber, deswegen sagen wir auch mal, es wird nicht so die Killer-App für Blockchain geben, weil es eigentlich nur eine neuartige Prozessmaschine ist, um unternehmensweite oder unternehmensübergreifende Prozesse abzuwickeln. Und du hast gleich vorhin nochmal nach den Branchen gefragt. Also das sind halt genau diese Branchen, die halt heute noch auf Papier angewiesen sind. Logistik, Supply Chain, aber natürlich auch Finanzwesen. Wenn wir gerade im Finanzwesen in diese Branchen reingehen, weil wir sind ja eine Art Querschnittsfunktion für die Industrie, für andere Bereiche etc. Und auch Industrie ist da ist ein großer Player an der Stelle. Ersatzteilmanagement, die Echtheit von Ersatzteilen kann darüber auch verifiziert werden. Pharmaindustrie, die dadurch auch die Pillen-Echtheit zertifizieren wollen oder garantieren wollen, sind da im Gespräch. Also sind wirklich tatsächlich viele Branchen, die nach der Finanzbranche damit angefangen haben, diese Technologie für sich als sehr wertvoll zu erkennen. Und das finde ich gut. Aber weißt du, ob die irgendwie alle noch so im Forschungsstadium sind oder wird das irgendwie schon an der einen oder anderen Stelle irgendwie erfolgreich eingesetzt? Das ist also auch wenn wir jetzt 10 Jahre damit mit Bitcoin und mit der Technologie unterwegs sind, ist es noch für den Unternehmensbereich eine sehr junge Technologie. Mhm. Das heißt, wir sehen da viele Projekte, die im Prototypstadium sind, die sowas ausprobieren, aber auch schon Projekte, die tatsächlich produktiv laufen. Warum dauert denn das so lange? Die Lernkurve ist halt aufgrund des Hypes sehr, sehr schwierig, weil der Hype hat so viel versprochen. Dann haben sich alle da drauf gestürzt und dann erstmal gemerkt, was tatsächlich die Blockchain überhaupt mir ermöglicht. Mhm. Und vielleicht auch nicht ermöglicht. Es ist gar nicht so fancy, wie alle dachten. Ja. Es ist keine Killer-App, wo ich eine super Oberfläche mit habe und wo das total super läuft und so, sondern es ist einfach eine reine Prozessmaschine, die wir da haben. Und da kann ich halt im Moment nur noch, kann ich im Moment damit argumentieren, es spart mir Kosten, es macht meinen Prozess effizienter. Aber dann habe ich automatisch auch den Vergleich zu den herkömmlichen Systemen. Ich glaube aber auch daran, dass das wie damals 2000 mit dem Internet eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, dass wir heute, müssen wir nur das heute sehen, den Status quo. Und wenn wir uns mit der Technologie immer weiter beschäftigen, das tun wir ja auch hier bei uns im Haus, und damit auch die Hand haben, dass wir in vielleicht 5 bis 10 Jahren auf einmal ganz neue Geschäftsmodelle damit entwickeln können. Das haben wir ja im Internet auch gesehen, ja. Was jetzt dann auf einmal mit dem iPhone, mit den Apps halt rausgekommen ist. Und da mischst du dann mit? Und da mischen wir natürlich dann auf jeden Fall mit. Da wollen wir natürlich dann auch vorne dabei sein, weil wir waren ja auch immer bei solchen Entwicklungen auch technologisch vorne dabei. Mhm. Womit beschäftigst du dich denn aktuell in dem Kontext? Ich beschäftige mich damit, die Eigenschaften von sinnvollen Blockchain-Anwendungen für im Finanzwesen zu erarbeiten. Also das haben wir im letzten Jahr im Schwerpunkt gemacht, weil ja gerade im Hype wird viel versprochen und wir wollten dem etwas nüchterner entgegen. Und dann rutscht es ab ins Bullshit-Bingo, ja. Genau. Ja. Ja. Richtig. Mhm. Ne, und deswegen haben wir uns damit und wir hatten natürlich auch keine Idee, was wir damit machen können mit der Technologie. Deswegen haben wir gedacht, komm, sie war auf einmal erstmal da und dachte, das ist genau. Okay, nett. Wir machen jetzt Grundlagenarbeit. Mhm. Nein, wir haben natürlich auch viele praktische Erfahrungen gemacht, die aber dann mehr so einen technischen Prototyp-Charakter haben. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel auf der JBF One im letzten Jahr haben wir Gutscheine über eine Blockchain ausgegeben. Also man hatte mehrere Counter und man hat eine Wallet bekommen mit der JBF One App, mit der man seine Gutscheine... Jetzt müssen wir noch kurz klären, was ist denn überhaupt die JBF One? Das ist so ein Techie-Kongress, ja. Ne? Das ist ein Techie-Kongress von der Fiducia und GAD in München jedes Jahr, wo wir halt auch die Entwicklungen in der Fiducia GAD darstellen und zeigen und auch über weitere spannende Themen im ganzen Umfeld
einen Kongress abhalten. Genau, und da sind immer so knapp 1000 Leute und genau. Die kriegen so ein Goodie-Bag. Weil genau. Das ist meistens der einzige Grund, warum man auf Kongresse geht. Ja. Es gibt nämlich Geschenke. Genau, es gibt Geschenke und die armen Kollegen von der Orga durften immer diese Gutscheine als Papierschnipsel ausschneiden und auf jeden dieser 1000 Sitze. Das klingt aber auch voll oldschool. Ja. Ja, aber es war eine Blockchain dahinter. Nee, also das war... Ach, davor meinst du? Davor war das okay. Immer so. Also die haben 1000 Gutscheine ausgeschnitten. Und dann kam Christopher und hat gesagt, jetzt genau. Zeige ich euch mal, wie ein ja. Profi das macht. Okay, jetzt zeige ich euch mal Blockchain an der Stelle, um da mal ein anfassbares Beispiel für zu kriegen. Weil es geht da auch tatsächlich um Besitz und quasi das Einlösen dieses Gutscheins. Und du stellst sicher, dass niemand mehr 2 Goodiebags abgreift und damit abhaut, ne? Genau, das stelle ich damit auch sicher. Und in deinem verteilten Netzwerk. Aber was hast du denn jetzt genau gemacht? Ich habe das alles programmiert. Und wie hat es dann funktioniert? Also da hatte dann jeder so ein QR-Code oder was? QR-Code in seiner App. Event-App, ne? Ja. Und damit konnte dann zu einem der 4 Counter kommen, die halt alle, jeder dieser Counter hat halt einen eigenständigen Blockchain-Knoten dargestellt und zusammen haben die das Netzwerk aufgebaut. Mhm. Und wenn ich zu dem einen Counter gegangen bin, wurde der QR-Code gescannt. Dann hat die Software in der Blockchain nachgeguckt, ob der Gutschein bereits eingelöst worden ist. Und wenn er nicht eingelöst worden ist, dann... Also falls er eingelöst wurde, hat derjenige eins auf die Finger bekommen? Genau. Dann und kam da was ganz Großes Rotes raus. Nein, er darf nicht nochmal ein Goodie-Bag abbekommen. Und ansonsten kam da halt ein grüner Pfeil oder ein grünes Häkchen. Und dann hat sich wieder einer von diesen Azubis, die Taschen gepackt haben, gefreut, weil er so eine Tasche aushändigen durfte. Genau. Cool. Richtig. Ja, das hat uns aber auch, wir haben da auch eine ganz lustige Geschichte gehabt. Der Gerd Müller, der Bereichsleiter von Architektur und Innovation in der Fiduzern GAD, hat auf der Keynote seinen QR-Code gezeigt. Ja. Auf dem Beamer. Und was ist dann passiert? Und dann wollte er sein Goodiebag abholen. Und, lass mich raten, er ist ohne Goodiebag nach Hause gegangen. Ja. Aber es zeigt natürlich auch, dass zu dem Beispiel, was wir gerade hatten, wenn ich natürlich den QR-Code abscanne, zum Counter hingehe und so tue, als wäre ich derjenige, habe ich als Technologie keine Handhabe. Hm. Ne? Und da war dann halt wieder der persönliche Charakter wichtig, dann zu sagen, okay, wir vertrauen dir, dass du deinen QR-Code tatsächlich nicht eingelöst hast. Ja, und mal abgesehen davon, dass er dein Chef ist. Ja, natürlich. Also. Und nein, mein Chef, ich habe heute leider kein Goodiebag für dich. Nein. Wäre eher uncool gekommen, ne? Ja, aber da hat er dann auch mal die Problematik gesehen, dass man seinen QR-Code nicht auf dem Beamer der Keynote zeigen sollte. Habt ihr den Schuldigen gefunden, wer den zuerst eingelöst hat? Geht das? Also es haben wohl einige die Gunst der Stunde genutzt und ein Foto des QR-Codes gemacht. Aber die tatsächliche Einlösung ist dann am Abend noch zum Gerd gegangen und hat gesagt, ich war es, ich wollte sie nur darauf hinweisen, dass es nicht gut ist, einen QR-Code zu zeigen. Ja. Gleich mal noch so hinterhergetreten, ja. Geil. Eines brennt mir noch wirklich unter den Fingernägeln. Wer zur Hölle sind Alice und Bob? Ja, wir sind ja... Techies manchmal und wenn wir solche technischen Sachverhalte wie Überweisung abbilden wollen, dann machen wir ganz schnell mal A überweist an B. Mhm. Und irgendjemandem in der Blockchain-Welt war das zu langweilig und hat daraus Alice und Bob gemacht. Finde ich auch ganz gut, das macht es ein bisschen bildhafter. Okay, wir haben jetzt unheimlich viel über Blockchain gehört, über Kryptowährungen, darüber, wie man sie vielleicht zukünftig mal einsetzen kann und warum das alles so ein bisschen lange dauert. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich stelle dem Christopher hier gerade so eine Glaskugel auf den Tisch und die darf er jetzt so ein bisschen reiben. Wie geht's denn weiter? Wo stehen wir denn in ein paar Jahren? Mit der Blockchain-Technologie. Was sagt deine Glaskugel dazu? Also meine Glaskugel sagt, dass wir erstens sogenannte Teil der Ernüchterung noch reingehen werden. Und, sind wir da nicht schon? Es ist ja, immerhin 2019. Ne? Natürlich Blockchain sind wir so dabei, 2017. Aber die Krypto, also das ist halt auch diese Lebenszyklen, die da immer umgeistern, gelten für Unternehmen. Hm. Wenn man sich die Krypto-Szene mal anguckt, die hat diese Teil der Ernüchterung gerade gar nicht. Also klar, natürlich Spekulationsblasen, aber technologisch sind die da immer noch am Weitermachen. Das heißt, ich glaube schon daran, dass man diese Internetprojekte nicht aus den Augen verlieren darf, weil die tatsächlich
Geschäftsprozesse radikal neu denken gerade. Ja. Und da muss man dabei sein, weil es danach tatsächlich heißen könnte, dass Banken oder andere Funktionen oder Unternehmen, die Funktionen erfüllen, irgendwo nicht mehr benötigt werden, weil das halt eben im Internet einfach gemacht wird. Mhm. Wir haben da natürlich auch ein Problem damit, es gibt im Internet keine Regierung, die einfach sagen kann, ihr dürft das jetzt nicht mehr machen. Noch nicht. Aber das ist natürlich auch so ein Problem. Also wir können natürlich mit unserer deutschen Regulierung dagegen arbeiten, aber im Internet machen die es einfach. Ja. So, und das ist halt so ein Thema, wo wir auch als Gesellschaft und auch Bankenwelt auch ein Auge drauf haben müssen, dass die ganze Welt nicht einfach an uns vorbei weitermacht. Und ich glaube schon, dass wir im öffentlichen Bereich Kryptowährungen als digitales Bargeld irgendwann im grenzüberschreitenden Bereich im Internet sehen werden. Und ich glaube auch daran, dass wir sowas wie Besitzurkunden in öffentlich zugänglichen Blockchains sehen werden. Und dazu zählen auch vielleicht so Bildungsabschlüsse, die dann halt quasi damit dokumentiert werden und auch abgesichert werden. Im Unternehmensbereich muss man da ein bisschen langsamer oder gucken, beziehungsweise im Unternehmensbereich muss man dann gucken, was damit passiert. Ich glaube, gerade in Branchen, die viele noch mit Papier arbeiten, die noch nicht so stark vernetzt sind wie die Finanzbranche, die auch noch nicht so stark digitalisiert ist wie die Finanzbranche. Da wird die Blockchain perspektivisch in 5 bis 10 Jahren Prozesse beschleunigen, verbessern, transparenter gestalten und auch kostengünstiger dann an den Stellen machen. Das war jetzt ganz viele tolle Buzzwords in einem. Nein, ich glaube schon daran, dass das was die Prozesslandschaft und das, also als Tool schon ein Game-Changer sein wird, weil wir da tatsächlich da die Möglichkeit haben, unternehmensübergreifend auf einer Datenbasis zu arbeiten. Und wir müssen uns und die Technologie sichert ab, dass keiner davon einfach mal eben so zu seinen Gunsten etwas ändert. Das ist einfach das Problem, was wir mit der heutigen Technologie noch haben. Das Wort zum Sonntag war das jetzt. Ja. Und bevor wir jetzt aufhören, ich werde jetzt gleich in mein Büro zurückgehen, bevor wir alle hier Feierabend machen und in etwa 7,5 Jahren einen Termin einstellen, damit wir dann nochmal drüber reden, was aus dieser Prognose geworden ist. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein in 7,5 Jahren. Ja, gerne. Ich würde mich freuen. Das war die Talkrunde zu der Blockchain-Technologie mit Sarah und Christopher von der Fiducia und GHD. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GHD.